Jo, 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 willkommen zu Ich spiele irgendwas, weil ich den Samstags-Upload verpasst habe. Es ist 0:33 Uhr und du siehst gerade Minecraft. Ja, ich habe eben gerade eine Steep-Folge aufgenommen, so aus Verzweiflung, weil ich mir gedacht habe, Winter ist doch gerade ein tolles Thema, gerade wo November ist. Aber ich bin beim Schneiden fast eingeschlafen, also habe ich mir gedacht, ich nehme mal lieber was bisschen Besseres auf. Warum nicht eine sehr klassische, nostalgische, tolle Bed Wars Folge mit dem nostalgischen Pack? Ihr werdet es wahrscheinlich gleich an dem Sound hören, wenn man verletzt wird. Uhr, kann ich nur sagen. Also es wird bestimmt spannender als irgendwie 14 Minuten lang in Steep rumlaufen und irgendwie erzählen, dass Weihnachten sich langsam einschiebt in November. Und nicht nur langsam ist es schon. So, eben gerade war noch Halloween und irgendwelche Süßigkeiten kaufen die Leute da. Und dann gehe ich in den Shop. Oder eher gesagt in Laden, in Rewe. Kein Sponsor, keine Ahnung. Okay, ich will keine Werbung machen oder sowas. Also ich bin in Walmart gegangen, sag ich jetzt mal. Und da war überall Weihnachten. Überall. Alles voll. Es war einfach Adventskalender, Schokolade, Spekulatius, das kenne ich das Wort. Ah. Und darüber wollte ich reden. Deswegen ja. Deswegen heißt die Folge höchstwahrscheinlich auch so. Ich weiß nicht, ob die Folge wirklich so heißen wird. Weil irgendwie rede ich jetzt nur 2 Sekunden darüber. Eigentlich rede ich jetzt das meiste darüber, warum die Folge so heißt. Und nicht über das Thema. Also. Na, wir spielen Revi, klassisches Bed Wars mit dem Classic Pack drin. Ich bin Schwitzer gewesen früher auf Revi. Nicht so ein Schwitzer, wie man es sich vorstellt. Ich bin da nicht irgendwie recht nervig gewesen. Also ich kann so Sachen wie Igeln. Ich glaube, es heißt nicht mehr Igeln. Oder Fast Block. Ja, das kann ich. Immer noch, so mäßig. Ist ja nicht, als hätte ich jetzt seit Jahren kein Minecraft mehr gespielt. Aber seit Jahren kein Bed Wars mehr auf Revi, also. Oh, hier. Da kommt's, da kommt's. Haha, Uhr. Hallo, stirb. Ey. Warte, ich sollte mein Bett vielleicht mal beschützen. Ich habe mich direkt reingebaut. Ist ein bisschen schlecht, weil ich nehme das Gold und gehe dann weg. Ich gehe einfach. Bin ich da? Warum will er mich jetzt angreifen? Hey, mein Bett wurde zerstört. Das finde ich jetzt nicht so nett eigentlich. Hey, wir können das klären. Ja. Und das war Bed Wars. Aber 3 Minuten sind wir ein bisschen zu kurz. Nächste Runde. Hey. Also, Bed Wars auf Revi war ja so mäßig ausgestorben. Es ist immer noch ausgestorben. Außer 2er-Runden. Die sind noch da. Gunnar, jetzt habe ich tatsächlich ein Teammate. Ja, ich war eben gerade in der 4er-Runde. Ist ausgestorben. Okay, es ist niemand. Es sind 6 Leute drin. Das geht nicht. Das ist zu wenig für Leute. Zu wenig für eine ganze Runde zum Starten. Oh, ich habe ein Eisen, das kann ich mir verkaufen. Rüstung, oder? Nice. Ich habe mir noch nie sowas gekauft. Das war immer 19 Eisen, ich kann mich noch erinnern. Eine gute alte Pokémon-Maps, wo immer unten Eisen war und man einfach 10 Stunden lang da unten war, bis man 19 Eisen hatte. Und irgendwann hatte man das, da hat man sich gekauft und dann kam Gegner und haben runtergeschlagen. Und da hat man irgendwie 5 Minuten seines Lebens verschwendet. Ich habe immer auf Revi gespielt, aber ich habe noch nicht mehr gewusst, dass es ein Server von YouTuber ist. Irgendwann habe ich es dann gewusst. Und ich habe so ein Video von ihm angesehen und ich fand den Kommel unsympathisch und ich habe den absolut nicht gemocht. Aber der Server war gut. Und der hat sich für den Server sowieso nicht um den Server überhaupt nicht gekümmert. Also sowieso nicht gekümmert, meine ich. Warum soll der auch? Der macht halt vielleicht mal ein paar Videos drüber. Aber das war's. Ich weiß nicht, was er gerade macht, aber. Safe nicht irgendwas, was mit dem Server zu tun hat. Ich glaube, der Server ist für den Tod. Dann denke ich, was soll ich überhaupt noch machen? Ja, du bist tot, du bist jetzt tot, ja, was willst du machen, hä? Uhr. Nur mal tatsächlich Tools und Rüstung. Das wäre vielleicht mal ein bisschen gut. Ja. Sonst was? Ja, Overcooked. Overcooked sollte heute kommen. Heute ist Sonntag, ja, gerade Sonntag, wo ich es aufnehme. War nicht so. Als ich es gerade. Während ich es aufnehme. Deutsch. Es ist Sonntag. Overcooked sollte kommen. Das Ding ist Parsec, also das Programm, mit dem wir diese ganzen. Ist jemand, der gerade nur Bett abbauen will? Wo ist denn wohl das Bett?
bis hinten. So, cool. Da ist doch jemand. Also Bescheid. Ey, ich will nicht sterben mit meinem ganzen Stuff. Ey! Hat er gerade eine Doppel-Hit gemacht? Alter, Mini-Konter. Stirb mal. Warte. Eine Idee. Hast du schon? Okay, gut. Ach, gut, ist alles Bad Wars. Also, wo war ich? Ja, Parsec, das Programm, das so die Inputs von einem Computer zum anderen lädt. Also, sagen Co-op über online. Ja, bei Overcooked funktioniert es irgendwie nicht mehr so gut. Es laggt wie Scheiße und es ist fast unmöglich zu spielen. Es hat schon immer gelaggt, aber irgendwie. Obwohl ich jetzt irgendwie neues Internet habe, weil Unity Media keine Werbung so nett war und mir einen Router geschickt hat. Und weil sie sich gedacht haben, hey, du hast so einen Router von vor 5 Jahren, die hast du mir mal einen neuen schicken. Jetzt habe ich einen neuen. Der ist eigentlich auch schon fertig und ich habe irgendwie doppelt so schnelles Internet, aber Parsec interessiert irgendwie nicht. Ein Doppelt ist nicht viel. Ich hatte einen 2er Download, aber irgendwie so ein 12er Upload, das so irgendwie extrem krass ist, wenn man das so jetzt vergleicht von Upload zu Download. Upload war immer richtig krass, also eigentlich perfekt fürs Stream und fürs Parsec spielen, weil ich muss uploaden als Host. Aber irgendwie, seit dem neuen Router ist mein Upload nicht mehr so krass, also er ist nicht mehr so krass wie vorher, aber er ist auf jeden Fall im Vergleich zu meinem neuen Download krass. Jo. So wie es eigentlich sein sollte, aber jetzt ist es nicht mehr so gut. Genau, deswegen wird die letzte Folge auch so eine Trash-Folge, weil es hat. Warum habe ich so viele Blöcke? Es hat eigentlich noch gelaggt und es ist nicht so gut. Ne, ich komme in den Schwitzermodus, weil ich habe so viel Sandstein. Hat er einen Bogen? Oder haben wir einen Bogen? Ne, der hat einen Bogen, oder? Okay, stirb. Du kannst mich hier nicht abschießen. Ja, deswegen wird höchstwahrscheinlich kein Overcooked. Der hat ein Eisenschwert, Alter. Ablenken, ablenken. Komm. Ablenken, ablenken, ablenken. Nein. Hilfe. Komm, wir schaffen das. Renn doch nicht weg. Teamwork. Ach, Mann. Mein Teammate ist ja. Warum rennt er denn weg? Na gut, man hätte sowieso nicht mehr geschafft. Aber jo. 8 Minuten. Das soll es für mich sein. Nicht so actionreich bestimmt. Aber bestimmt actionreicher als irgendwie in Steep ein bisschen rumfahren und irgendwas erzählen. Dann würde ich sagen, war's das. Jo. Bis Overcooked, wenn es was gibt.